Das Promi-Geflüster. Ja, wir haben schon wieder September und so langsam geht es wirklich Richtung Herbst zu. Die großen Oktoberfeste und Volksfeste eröffnen bald wieder. Und ich freue mich heute wieder über einen ganz tollen Gast. Endlich mal wieder weiblich. Die letzten Ausgaben, da haben wir immer die Männer dabei gehabt. Also von daher endlich mal wieder müssen wir mal ein bisschen die Frauenquote steigern. Und dazu sage ich mal ganz herzliche Grüße. Herzlich, das passt umso besser, denn sie trägt das Herz auch im Namen, nicht nur am rechten Fleck, sondern auch im Namen, nämlich Katharina Herz. Und dazu hallo und herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, dass ich mal wieder dabei sein kann und ich freue mich, dass wir uns so wiedersehen und ja, dass die Zuschauer vom Promi-Geflüster ein neues Interview haben und dass sie mich auch mal wiedersehen können. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wunderbar. Nee, es gibt auch einiges Neues zu berichten, gerade auch ein ganz neues Album, was du dabei hast. Schritt für Schritt, so heißt es. Ich blende es mal ganz kurz ein, da man es auch mal sieht. So haben wir es, genau. Schritt für Schritt. Und Schritt für Schritt geht es bei dir natürlich auch weiter, nahtlos, oder? Ja, sozusagen. Also Schritt für Schritt ist schon relativ authentisch, denn man geht ja im Leben seinen Weg Schritt für Schritt und dieses Lied beinhaltet eigentlich so ein bisschen das, dass man aufsteigt, dass wir alle gehen, dass wir alle was erreichen wollen, dass wir auch mal wieder hinfallen und dass wir am Ende doch merken, dass das Allerbeste ist. Wir machen einen Fuß vor dem anderen und ich arbeite nun schon 24 Jahre, im nächsten Jahr werden es 25 Jahre, Schritt für Schritt an meiner Karriere und bin darüber sehr glücklich, dass ich immer noch da bin. Ja, wunderbar. Nee, dann herzlichen Glückwunsch. Also mein nächstes Jahr umso mehr natürlich. Da gibt es bestimmt was Großes zu feiern dann, oder? Ja, ich hoffe, dass wir feiern dürfen und dass wir das gebührend, ja, dass ich das gebührend auch mit den Fans und den Menschen feiern kann. Ich bin im Frühjahr auf Tournee mit Schlager und Spaß an Bord, das ganze Frühjahr, Januar, Februar, März und hoffe natürlich, dass das stattfinden kann und dass wir uns da sehen und dass ich mein 25-jähriges Bühnenjubiläum da schon mal feiern kann. Ja, wunderbar. Also wenn man so zurückdenkt, wie ein 25 Jahre, ich glaube, so lange kennen wir uns ja auch schon, denn ich habe ja deine Karriere damals noch zusammen mit Thorsten Benkenstein ja von Anfang an eigentlich so mitverfolgt, ne? Ja. Damals Grand Prix der Volksmusik, ZDF, Caroline Reiber Hitparade oder Schlagerparade beim Andy Borg und. Zahlreiche Preise habt ihr gewonnen, viele erste Plätze belegt. Also, und dann jetzt nach so langer Zeit immer noch dabei zu sein, ich glaube, das ist schon auch ein Geschenk. Das ist es definitiv. Es ist ein Geschenk, aber es war auch jedenfalls bei mir immer mit viel Fleiß verbunden, mit viel Arbeit und auch immer einer guten Portion Selbstkritik und Selbstreflexion, um sich auch gut einschätzen zu können, sich nicht zu überschätzen, sondern immer so seinen Weg Schritt für Schritt zu gehen und auch die Chancen, die sich bieten, anzunehmen. Und das habe ich immer ganz gut versucht. Ja, sehr schön. Und natürlich, jetzt hat sich die Musikfarbe, denke ich mal, ein bisschen gewandelt, aber das hat sich grundsätzlich gewandelt. Die ganze Branche ist irgendwie im Umbruch, muss man immer wieder feststellen, weil mein, da wo eure Wurzeln ja oder deine Wurzeln ja waren, hier in der volkstümlichen Musik, beziehungsweise eigentlich mit einer klassischen Ausbildung, das muss man auch noch unterstreichen. Also Volksmusik ist ja komplett irgendwo von den Medien zumindest irgendwo verschwunden, ne? Also ich sag mal so, wenn man sich ganz ehrlich heute diesen ersten Titel, diesen ersten großen Hit Adio anhört und unter heutigen Gesichtspunkten, was wir heute für Musik hören, wie sich diese Hörgewohnheiten verändert haben, dann hört man da heute einen Schlager. Ja, also das ist definitiv kein Volksmusiklied gewesen. Das war eine großartige deutsche Ballade, die ich 24 Jahre später nach wie vor singen kann und jedes Mal wieder glücklich bin, dass das ein so zeitloser Titel ist. Ja, also der begleitet mich und ich muss den nie aus keinem Programm muss ich ihn nehmen, weil er sich auch überall nahtlos einfügt. Das ist erstmal was ganz Faszinierendes. War vielleicht auch der Grund für den Erfolg des Songs. Und natürlich hat sich alles gewandelt. Aber man muss ja zu der Zeit, in der man startet oder in der man die Chance bekommt, überhaupt auf der Bühne zu stehen, nimmt man natürlich das, was es gibt. Damals gab es keine anderen Sendungen als die Sendung von Caroline Reiber. Damals hieß ja sogar die Schlagerparade von Andy Borg hieß ja Schlagerparade der Volksmusik. Also Genau, eigentlich ein genau.
ein total wirres Schubladenwortspiel, würde man heute sagen. Und man merkt auch daran, dass ich eigentlich Klassik studiert habe. In meiner Schulzeit hatte ich eine Schülerrockband. Ich habe in einem Gospelchor gesungen, habe den jahrelang geleitet, habe in der volkstümlichen Musik angefangen, mache heute wirklich tanzbaren, teilweise auch poppigen Schlager, dass mir das absolut nicht wichtig ist. Mir ist gute Musik wichtig, mir ist wichtig, dass ja, dass die Texte stimmen, dass es vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, authentisch ist, dass es zu mir passt, dass ich es gut verkaufen kann und dass ich mit meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Seele dahinter stehe. Deshalb dieses Schubladendenken liegt mir doch nach wie vor sehr fern. Also wenn es das gibt, dann bin ich so ein personifiziertes Crossover in allen Belangen. Apropos Texte, wenn du die gerade erwähnt hast, dass die alle passen, wie entstehen die Texte bei dir? Schreibst du selbst oder schreibst du selbst mit oder wie kommst du zustande? Also ich schreibe selber Texte, allerdings jetzt bei dem letzten Album Alles hat seine Zeit und bei dem Album Schritt für Schritt nicht. Das Album Schritt für Schritt wurde mir tatsächlich auf den Leib geschrieben. Also das sind ja 12 Titel, die, wo der Texter Hans-Ulrich Esp, der auch viele der Kompositionen geschrieben hat, wirklich überlegt hat, was passt zu mir als Frau im Leben stehend, in meiner Situation mit Mann, mit Kindern, in meinem Alter. Und ich glaube, das ist tatsächlich das allererste Album. Ich gucke immer so runter, weil ich habe es hier liegen und gucke so gerne an. Das ist wirklich das allererste Album, was mir tatsächlich richtig maßgeschneidert wurde. Also wirklich auf Schritt für Schritt auf den Leib geschneidert. Und je mehr so etwas natürlich bewusst für einen Künstler geschrieben wird, genau für einen Künstler, umso authentischer und umso echter ist das Ganze natürlich. Deshalb bin ich darauf auch so besonders stolz. Wunderbar. Ein Titel, der fällt mir gleich besonders auf. Ich meine, es ist schon auch vom Wortspiel her sozusagen, träum mal drüber nach. Normal sagt man, ich denk mal drüber nach. Aber da heißt es, träum mal drüber nach. Ja, ich finde das ein wirklich zuckersüßes Wortspiel, träum mal drüber nach, weil ich bin so ein Fan. Ich bin ein Fan von Bildern in Texten. Ich bin ein Fan von ja, dass man da auch so ein bisschen was selber hineininterpretieren kann, dass nicht alles ganz so klar vorgegeben wird. Und träum mal drüber nach ist ein wunderschöner, ja, entspannter Schlager. Wir zwei könnten doch, wollen wir nicht mal unser leichtes Augenzwinkern. Und ja. Dieses Wortspiel fand ich wirklich ganz charmant. Oder Kaffee to go. Ja, das ist so ein bisschen, da sparen wir, glaube ich, nicht an der Ironie der heutigen schnelllebigen Zeit. Ja, da geht es darum, dass wir wirklich durch den Alltag eilen, von montags bis freitags. Wir haben nicht mehr Zeit, um in Ruhe zu frühstücken und wir rennen da so rum und gerade in den Großstädten, ja, hier ein Coffee to go und da ein Coffee to go und wir vergessen dabei, wie schön es eigentlich sein kann, doch mal auch gemeinsam, ja, zu frühstücken. Wie schön war das früher? Ist dann auch so ein bisschen, wenn man noch zusammen gefrühstückt hat, zusammen saß und vom Wochenende geht's dann direkt rein in die Sneakers und auf die Clubs und auf die Party. Genau. Also ist so ein bisschen süße, versteckte Ironie drin. Mhm, definitiv. Aber wie sieht's da bei dir prinzipiell aus? Genießt du noch so ein Frühstück oder kannst du es genießen? Es ist mir unheimlich wichtig. Also meine beiden Mädchen sind jetzt 8 und 13 Jahre alt. Die gehen ja natürlich morgens in die Schule, wenn nicht gerade Ferien sind. Und das heißt, bei mir klingelt der Wecker tatsächlich ganz so gegen 6, kurz vor 6. Und egal, wie früh wir aufstehen, für mich ist das nach wie vor unglaublich wichtig, dass wir als Familie zusammen am Tisch sitzen. Also das ist etwas, das merke ich auch bei den Mitschülern, das merke ich in der gesamten Gesellschaft, dass das eigentlich sehr stark verloren geht. Das finde ich sehr traurig. Also, dass sich schon Grundschüler morgens beim Bäcker vor der Schule ein Brötchen holen oder irgendwas, weil keiner ihnen entweder nichts eingepackt hat oder weil sie gar nicht gefrühstückt haben, weil sie Hunger haben, das finde ich sehr schade. Und das ist mir, also die Zeit, diese 15, 20 Minuten am Morgen, viel länger ist es ja nicht. Das ist meistens eine gute Viertelstunde, die wir da sitzen. Das ist mir unglaublich wichtig und diese Familienzeit brauchen wir auch morgens, um ja in den Tag zu starten. Und ich glaube, meine Kinder wissen das auch zu schätzen. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir haben es gerade vorhin im Vorgespräch dann noch gehabt. Also 2 Kinder, Mann natürlich. Ja. Und dann habt ihr noch einen Vierbeiner. Ja, der kommt gerade hoch hier so. Mitten auf.
Das ist unsere Daisy. Die haben wir seit einem, ja, Dreivierteljahr ist sie bei uns. Sie wird jetzt ein Jahr alt. Ein kleiner Malteser-Hund und sie hat sozusagen unser Glück komplett gemacht. Es war dann irgendwann an der Zeit, dass wir gesagt haben, hey, jetzt sind die Kinder so, dass sie auch, ich sag mal, das wird ja immer schwieriger in der heutigen schnellen Zeit, ne, dass sie in der Schule auch mal Sorgen haben und so haben sie einen Freund, eine Freundin zu Hause, die immer für sie da ist. Und mein Mann und ich, wir sind beide sehr tierlieb, wir lieben Hunde und hätten eigentlich gar nicht unbedingt gedacht, dass das für uns irgendwann tatsächlich mal wahr wird. Und dann war ich im letzten Jahr im Herbst auf Tournee und da waren Kollegen. Da kam der Patrick Lindner mit seinem Hund. Dann hatte ein Techniker eine französische Bulldogge. Dann war Vincent Groß dabei mit seinem Toy-Pudel, mit der Britney. Und da habe ich gemerkt, wie stark und wie positiv meine Kinder auf diese Tiere reagiert haben. Sehr schön. Und was sie und was diese Tiere in ihnen bewegt haben und wie meine kleine, sonst sehr wilde Tochter plötzlich ganz, ganz ruhig saß. 2 Stunden lang durfte sie Vincent Groß, seine Britney, auf dem Schoß halten und hatte sie und hielt sie und hielt sie und hat gemerkt, Gott, das lebt und das bewegt sich und das hat ein Eigenleben. Und ich glaube, das war der Punkt, wo mein Mann und ich dann endgültig entschieden haben, so, wann, wenn nicht jetzt, weil jetzt sind die Kinder auch noch zu Hause und können das auch noch eine ganze Zeit genießen. Und es passt einfach zu unserem Leben. Deswegen ist es auch eher ein kleinerer Hund geworden, den man mal schneller mitnehmen kann oder auch hinter der Bühne mal gut in der Garderobe lassen kann. Und wir genießen das sehr und wir haben keine Sekunde bereut. Sehr schön, sehr schön. Ja, wenn du jetzt so auf Tournee bist oder unterwegs bist, wer kommt denn dann alles mit, wenn du gerade so sagtest, wenn wir auf Tournee sind, dein Mann auch dabei dann? Also zu Live-Auftritten, da ist er sehr häufig dabei, zu Einzelauftritten, weil er hat auch eine Technik- und Lichtfirma, macht auch oft meinen Techniker, wenn er kann, wenn er Zeit hat. Aber er hat ja noch einen festen Job, Gott sei Dank in diesen Zeiten. Genau. Und der ist natürlich uns ganz wichtig, deshalb geht es auch oft nicht. Deshalb gehe ich auf Tournee meist alleine. Wenn allerdings es auf die Wochenenden fällt oder in den Ferien ein Termin ist, kommen auch meine Töchter sehr gern mit und ganz Okay. besonders die große Tochter, die Ophelia, die ist mir dann wirklich schon eine ganz große Hilfe auch. Also auch schon mit 13 Jahren auch am CD-Stand beim Verkaufen oder wenn sie mir mal was aus dem Auto holen soll oder wenn sie mal schauen soll, ob das Kleid gut sitzt oder ja, also die ist wirklich schon eine ganz tolle Ratgeberin und die Kleine ist auch unglaublich gern dabei und die sind beide so hilfsbereit, dass das sehr viel Spaß macht. Wie gefällt deinen Töchtern dann die Musik von der Mutter sozusagen? Alles lustig, also es wird von CD zu CD immer besser. Also gerade bei dieser CD, davon sind sie beide mega begeistert, weil sie natürlich unglaublich moderne ist, auch sehr modern arrangiert und ja, die tanzen wirklich in ihren Zimmern zu meiner Musik und das ist natürlich sensationell. Also das macht echt Laune, wenn ich das höre. Bin ich schon stolz. Entwickeln die auch schon irgendwelche Talente musikalischer Richtung? Sind die Ja, vielleicht auch und schon in deinen sehr lange. Fußstapfen langsam? Kuckuck. Schon sehr lange. Also die große Tochter spielt. Also wir haben beide Klavier gelernt. Die Kleine hat es aber dann ausgetauscht gegen etwas Körperliches, die macht Eislaufen. Okay. Aber Ophelia spielt schon, bestimmt jetzt schon im 5. Jahr Klavier. Die spielt wunderbar. Ist es auch schon so, dass sie mich manchmal zu Hause begleitet, dass wir zusammen musizieren. Das ist natürlich wunderschön. Saphira kann ganz toll singen und beide Kinder tanzen, seit sie jeweils 4 Jahre alt sind. Und das ist natürlich auch etwas ganz Tolles. Also man merkt schon, dass da ganz viel Musik drin steckt. Ja, wunderbar. Das ist doch sehr schön. Und dann braucht man sich um den Nachwuchs keine Sorgen zu machen, sozusagen. Ne? Du Nein, hast. aber ich sage natürlich gerade nach der Zeit immer, lernt was Gescheites erstmal. Das stimmt, genau. Neben der Musik sieht man dich auch immer mal wieder im Fernsehen als Moderatorin oder auch im Radio, gell? Ich glaube, da bist du auch noch tätig. Ja, ich moderiere ja unglaublich gern schon seit vielen Jahren und das hat in den letzten Jahren auch immer mehr zugenommen. Ich mache sehr viele Interviews mit Kollegen fürs deutsche Musikfernsehen, Spezialsendungen. Da hatte ich schon ganz tolle Kollegen vor der Kamera und wir hatten viel Spaß. Ob das Kathy Kelly war, René Collo war für mich ganz toll. Das letzte, was jetzt gerade immer noch rauf und runter läuft, war ein Spezial mit Andy Borg, den ich auch schon viele Jahre als nicht nur Kollege, sondern auch als Freund gut kenne. Und da macht das natürlich besonders viel Spaß, auch mal in die Rolle zu schlüpfen der Zuschauer des Publikums, also die Kollegen das zu fragen, was mich auch unser Publikum immer fragt und wo ich denke, was unsere Zuschauer interessiert.
Und außerdem bin ich tatsächlich jetzt seit über einem Jahr schon immer sonntags von 15 bis 19 Uhr zu hören in der MDR Schlagerwelt im Radio und habe da meine eigene Sendung Sonntag mit Herz. Wunderbar, also da ruhig auch mal reinhören. MDR Schlagerwelt, genau. Genau. Gibt es die speziell jetzt nur für ein Bundesland oder MDR komplett? Großer Also die MDR. Schlagerwelt ist zu bekommen über DAB Plus in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt natürlich, das Okay. MDR-Gerät, aber für alle anderen natürlich zu hören im Internet unter meine-schlagerwelt.de. Da ist oben so ein Button fürs Radio und da kann man sie überall hören. Da kann man es überhören. Heutzutage sowieso, klar, in Klar. der Vielfalt vom Internet, wie du sagst, genau, Streaming, da geht es ja eigentlich weltweit, kann man sagen, ne? Genau. Definitiv, ja. Wo findet man sonst noch ein bisschen mehr Informationen über dich, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind? Sprich Homepage, sprich Social Media. Ja, also man findet mich natürlich überall, ne? Einfach mal Dr. Google fragen, der weiß Bescheid. Wenn man Herzschmerz hat, sucht man nach Katharina Herz. Nein, ich habe meine Webseite natürlich nach wie vor. Katharina-herz.de ist das. Dann bin ich bei Facebook und bei Instagram tätig. Habe auch einen TikTok-Account, aber ich muss sagen, da muss ich mich tatsächlich erst reinfuchsen. Also man kann eben auch nicht alle sozialen Medien bedienen und es ist so, dass es natürlich unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe mich ganz am Anfang sehr auf Facebook gestützt, habe dort auch die meisten Follower, da bin ich auch glücklich und stolz darauf. Dann kam Instagram dazu, aber alles zu bedienen, das nimmt schon auch eine Menge Zeit in Anspruch als Künstler. Das wird auch zunehmend mehr. Definitiv, definitiv, das ist richtig. Aber ich denke mal, wenn unsere Zielgruppe, die wir bedienen, wenn die jetzt zu TikTok kommen oder wir bei TikTok wären und die sehen dann uns, ja, leider nicht mehr ganz so frisch, weil anderes Publikum, andere Zielgruppe, ich glaube, das würden die gar nicht abnehmen uns, oder? Ah ja, doch, das funktioniert schon. Meinst Also gerade wir im Schlager, wir versuchen ja du? Ich da. gehe auch von mir aus, ne? So, ja, aber ja, weiß ich nicht. Probier's doch mal. Ja, genau. Also da kommt ja immer wieder mit irgendeiner neuen Generation kommt wieder neue Plattformen mit dazu. Es ist auch, du, bei uns gab es eben immer neue, weiß ich nicht, eine neue Zeitschrift oder eine neue Serie, die geguckt werden musste. Und heute sind es eben diese Medien und diese neuen Plattformen, die da entstehen. Es ist natürlich auch zunehmend wichtig in einer Zeit, in der gerade auch in der Musikbranche natürlich ganz viel wegbricht. Und da ist es schön, wenn es neue Plattformen gibt, aber dass die natürlich einen deutlich jüngeres Publikum ansprechen. Also ich spreche jetzt wirklich von dem Alter meiner Kinder. Das ist auch ganz klar. Das sind die ganz Jungen, die jetzt total wendig sind und mit allen Medien groß werden, wobei ich es nicht nur als Chance sehe. Also für die Kinder ist es tatsächlich auch manchmal schwierig, weil es eine Riesenflut an Richtig, richtig. Informationen ist, eine unglaublich große Flut, die durch diese kleinen Köpfchen durchgeht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das stimmt, das stimmt. Was wir auch im Vorgespräch noch hatten, also beziehungsweise gestern schon im Vorfeld der Terminabsprache, CDs werden gar nicht mehr so verkauft, glaube ich. Also im Markt, oder? Wie siehst du Also es? ja, grundsätzlich ist das bei allen, und da reden wir wirklich von den ganz Großen bis zu den ganz Kleinen, das ist in der gesamten Musikwelt natürlich zurückgegangen, dieses Medium CD. Wobei ich wirklich sage, ich bin auch so ein Mensch, wenn ich eine CD haben möchte, und das versuche ich auch meinen Kindern nahe zu bringen, und die mögen das auch, weil ich finde einfach diese Haptik, ja, ich mache das Genau, auf, genau. nehme die raus und ich lege sie in den Player und ich kann mir das angucken und ich muss sie jetzt mal aufmachen. Ja, ich bin ja immer noch so stolz. Ich Ja. kann sie aufmachen und ich kann Bilder sehen und ich Wunderschön. kann und ich weiß nicht, das habe ich alles bei Streaming und MP3 nicht. Und das ist wie so ein, für mich ist das tatsächlich noch so ein bisschen wie bei einem Buch. Ich bin auch, klar, ist ein Reader auf dem iPad oder auf dem Kindle oder wo auch immer, ist ganz praktisch, wenn ich im Urlaub bin und muss nicht fünf solche Wälzer mitschleppen. Aber dennoch fällt es mir ganz schwer, da irgendetwas zu lesen. Ich kann das zum Beispiel gar nicht. Ich brauche bei einem Buch einfach, ich muss wissen, okay, ich habe so ein dickes Buch und habe schon so viel gelesen. Und so geht es mir bei der CD allerdings auch. Aber es ist natürlich rückläufig überall. Und das macht natürlich auch die ganze Musikwelt nicht leichter, weil es immer schwieriger wird, natürlich auch dann irgendetwas zu refinanzieren und überhaupt diese ganzen
doch hohen Produktionskosten, Werbekosten, Druckkosten, Presswerk, alles, was eben dazu gehört, wieder reinzubekommen. Ja, klar. Also ich habe es wirklich schon selbst erlebt oder gesehen, dass wirklich teilweise ganze CD-Abteilungen einfach gar nicht mehr existieren. Ne? Das habe ich jetzt, genau, das habe ich jetzt auch öfter schon gehört, dass man gar nicht mehr, also wenn man sagt, geht in euer CD-Geschäft des Vertrauens, ja, gibt es meistens ja schon gar nicht mehr. Oder man muss ja mal schon mal die Autos anschauen. Wo findest du da groß noch einen Schlitz für eine CD? Ja, das stimmt, das ist das Nächste. Also mittlerweile heutzutage hier entweder Bluetooth oder Stick irgendwie noch. Also, ja, ganz genau. Natürlich entwickelt sich alles weiter, aber ich habe die große Hoffnung, dass das Medium nie ganz ausstirbt. Das ist so, wie ja auch die Vinyl-Schallplatten wieder so ein Comeback gefeiert haben, weil man eben auch da natürlich eine ganz andere Qualität hat vom Hören. Also ich würde mir, wenn ich einen Wunsch frei hätte in dieser Richtung, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wieder mehr Qualität gehört wird, dass man die Unterschiede hört zwischen einem zusammengequetschten MP3 und einer richtig tollen Aufnahme, die natürlich auf einer Schallplatte ist, die einfach auch akustisch natürlich viel mehr zu bieten hat als das gleiche Lied über Stream dann womöglich noch runtergerechnet. Das ist teilweise sehr schade. Ich hoffe, dass da wieder so ein bisschen ein Qualitätsbewusstsein sich über die Zeit entwickelt, aber das wird dauern. Ja, da kann man nur sagen, Schritt für Schritt. Genau. Und wenn ich jetzt und wenn ich so wieder auf die Uhr schaue, sind wir schon fast wieder am Ende unseres kleinen Talks. Jetzt nur noch so ganz kurz abschließend. Ich meine, die Welt ist natürlich total im Umbruch. Also man sagt immer wieder, es kommen keine guten Zeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie siehst du es? Ich sehe es ähnlich. Also ich bin kein Schwarzmaler, ich bin immer ein Optimist und ich denke, es hat alles seine Zeit, es geht Schritt für Schritt weiter, aber wir sind natürlich in einer Zeit, wo ich verstehen kann, dass die Masse der Menschen verängstigt ist, besorgt ist, unsicher ist. Das erlebe ich an meinem eigenen Leib. Es gibt so viele Sorgen, gerade nach der Pandemie dachten wir ja, oder wir sind ja noch dabei, ja, aber wir dachten, irgendwann gibt es da ein kleines Licht am Ende des Tunnels und dieses Licht bleibt aber klein, weil jetzt andere Sorgen unsere Gemüter überschatten. Und wenn wir da von Krieg sprechen, dann sind das Sorgen, die unsere Generation so nie hatte und die sie so nie empfunden hat. Und das ist natürlich etwas, was auch mir im Hinblick auf meine Kinder und auf die Zukunft meiner Kinder große Bauchschmerzen bereitet. Das stimmt, das ist leider so, aber deswegen sollte man sich wieder mit der Musik erfreuen und vor allen Dingen mit dem schönen neuen Album von der Katharina Herz, Schritt für Schritt, legt es euch zu und genießt einfach ein paar Minuten schöne Musik. Das stimmt. Und man sollte auch wieder rausgehen. Man sollte versuchen, wieder zu den Konzerten zu gehen. Denn eines ist auch klar, unsere Veranstaltungsbranche, also generell, ist nachhaltig geschädigt. Ja. Und ich habe heute so einen schönen Zeitungsbericht gelesen, wo es darum ging, anstatt sich den dritten Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Account zuzulegen, sollte man vielleicht einmal doch im Monat sich irgendetwas Kulturelles antun. Also dabei geht es auch um die Kleinclubs, um Jazz, um die Kleinkultur, um Kleinkunstbühnen, weil das alles steht kurz vor dem Aus. Und das schmerzt meine Musikerseele mehr, als ich sagen kann. Genau, das sollte man auf alle Fälle machen, auch Theater etc. Weihnachten steht vor der Tür und da würde ich sagen, so ein Ticket, denke ich mal, ist es auf alle Fälle wieder ein Geschenk wert. Das wäre toll, ja. Und dann sehen wir uns auch wieder live. So ist es, genau. Und dazu sage ich jetzt dir recht herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast, mal wieder bei mir Gast sein zu dürfen, wollen, können. Ja. Genau, und wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute, viel, viel Erfolg mit dem neuen Album und bleib auf alle Fälle gesund. Und deine Familie natürlich auch. Das gebe ich gern zurück. Dir auch alles Gute, allen Zuschauern alles Liebe. Bleibt gesund, passt auf euch auf und denkt dran, macht immer nur einen Schritt vor den anderen. Denn nur so geht's, dann fallen wir einfach nicht zu tief. Danke für das schöne Interview, Frank. Gerne.